bin's, eure Zimt, und ich hatte Geburtstag. Gestern, also von meinem Drehen aus gestern, bis ich dieses was im Video hochlade, wird noch viel Wasser den Rhein entlang fließen und so. Also braucht ihr mich nicht zu gratulieren oder so etwas. Aber ja, ich hatte Geburtstag und habe viele, viele tolle Sachen bekommen. Unter anderem einen Kuchen von meiner Mama selbst gebacken. Ein richtig, richtig leckerer Schokokuchen. Und tut mir leid, dass ich euch jetzt in die Kamera schmeißen muss, aber... Er ist so gut. Ja. Ich habe viele tolle Sachen gekriegt von lieben Menschen. Und ich freue mich riesig darüber. Unter anderem sind das Gutscheine, wo ich mir Bücher aussuchen darf. Sprich, es kommt dann noch ein weiteres Video mit: Diese Sachen habe ich mir von meinem Geburtstagsgutschein gekauft. Aber ich liebe es, über Gutscheine einkaufen zu gehen. Dann ist man so gezwungen, nochmal mehr einzukaufen und einzupacken, weil man ja den Gutschein hat und den nicht ewig und 3 Tage in ein Portemonnaie mit rumschleppen möchte. Und ja, dann muss halt das andere Buch noch mit. Tut mir so leid. Kennt ihr das auch? Ich finde das total großartig. Ich liebe das. Ja, und dann habe ich einen hübschen Blumenstrauß gekriegt von meiner Mama und eine richtig schöne Rose von meinem Herzallerliebsten. So, so schön. Und noch viel Schnickschnack, unter anderem zum Beispiel von einer Freundin, die hat ein Origami-Kranich selbst gefaltet. Wie cool ist das denn? Ich kann sowas nicht. Richtig cool. Liebekarten, Gutscheine, auch noch von anderen Sachen, ein bisschen Alkohol, Tee und Schokolade. Bei mir geht nichts über Schokolade, also immer super. Und auch bei den Büchern ist das neben den Gutscheinen sehr schön gewesen. Und zwar habe ich einmal von einer guten Freundin dieses Buch hier bekommen. Über Kathedralen, wie sie gemacht werden in der Gotik. Und es ist so schön. Ich studiere halt Kunstgeschichte und Geschichte. Und in Kunstgeschichte geht es sehr, sehr viel über Architektur, Kathedralen, Kirchen, Bauten etc. Und da ist das einfach so perfekt. Und hier sind nicht nur die Abbildungen von tollen Kathedralen, Gewölben, Maßwerk und so etwas drin, sondern auch, wie das früher hergestellt worden ist, wie das gemacht worden ist. Und das ist so schön und ich freue mich so riesig drüber. Ich kann an diesen Tischen mit solchen Büchern nie vorbeigehen. Ich liebe das ohne Ende. Dann hat mir eine liebe Freundin das hier gekauft. Oh mein Gott, ich freue mich so riesig. Es ist ein Kochbuch für Gilmore Girls. Also Eat Like a Gilmore Girl. Es sind Rezepte mit allen möglichen großartigen Kuchen, sonstigen Gerichten drin, die eben in der Serie Gilmore Girls ja, erwähnt werden und auftauchen. Es ist zum Beispiel das Sushi-Dessert drin oder dieser Cocktail, ein Rory, also den Birthday Girl, die ganzen Torten, die Suki macht und so. Es ist so schön und so super. Auch aufgeteilt nach Sukis Küche, Luke's Diner, den Gerichten, die es bei Emily Gilmore gibt, also bei den Großeltern und es ist so cool und ich freue mich so sehr darüber, weil Gilmore Girls meine Serie ist. Also ich liebe sie, ich habe sie durchgesuchtet, ich habe die Staffeln hier und ich glaube, also 20 Mal habe ich die bestimmt schon gesehen. Euch wird es teilweise wahrscheinlich nicht anders gehen und da ist dieses Buch einfach geil, einfach genial, einfach super. Oh mein Gott, ich kann wie ein Gilmore Girl essen und ich werde da wahrscheinlich sehr viel fetter als Lorelei und Rory. Aber ich finde es super, super, super cool. Dann habe ich als drittes Buch von meinem Schatz den zweiten Teil Enders bekommen. Ich lese zurzeit gerade den ersten Teil Starters von Lisa Price. Und finde es einfach super, dass... Ich bin der Meinung, das ist auch nur eine Dilogie. Sprich, dann werde ich die Reihe auch beendet haben hiernach. Und das werde ich als nächstes lesen. Und dann freue ich mich sehr, sehr doll drüber. Ja, das sind meine drei Geburtstagsneuzugänge. Das war's von mir heute.
Ich liebe Geburtstage, ich feiere die so sehr, so gerne. Es ist noch genug für mich übrig. Obwohl kann man Geburtstagskuchen nie überhaupt genug haben. Naja, ich hatte auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Tag. Sehr, sehr schönen Tag. Sehr, sehr schönen Tag. Und ich freue mich riesig, mehr über gotische Kathedralen zu lernen und meine Reihe zu vollenden und Rezepte wie Gilmore Girls auszuprobieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch so ein riesengroßer Geburtstagsfan seid wie ich oder ob ihr Geburtstage eher blöd findet. Gibt's ja auch, dass Leute sagen, ich habe nichts erreicht an dem Tag, warum soll ich das großartig feiern? Kann ich persönlich nicht so ganz verstehen, aber vielleicht habt ihr da ja eine Meinung zu und würdet mich daran teilhaben lassen, das würde mich sehr freuen. Kennt ihr die drei Bücher, zum Beispiel eben diese Starters und Enders Reihe oder eben mögt ihr solche Bücher auch, solche Kathedral-Sachfachbücher und seid ihr auch so wahnsinnige Gilmore Girls Fanatiker wie ich? Ich liebe sie und es ist so schön, oh mein Gott, es ist so schön. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hab euch lieb, macht's gut und bis zum nächsten Mal.